with it till the end. Recht herzlichen Dank. Vielen Dank, dass Sie mich so liebenswürdig willkommen geheißen haben hier in unserem Königlberg-Theater. Meine lieben Zuseher, liebe junge Freunde, meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spotlight. Wie üblich besteht das Programm aus einer eher geringeren Anzahl von Künstlern und ich möchte gleich zunächst eine junge Amerikanerin vorstellen, die jetzt in Österreich lebt. Normalerweise gibt es da ja immer so von der PR-Firma groß aufgezogene Life-Stories, wie sie war vorher Eisverkäuferin in der Sahara und hat deshalb eher wenig verdient und rackerte und arbeitete sich hinab. Bei ihr ist das nicht so tragisch. Ihr Mann ist mit einem Stipendium nach Wien gekommen und sie studiert jetzt nicht mehr. Aber darüber können wir dann später reden. Ich möchte Ihnen nur diese junge Dame, von der wir in letzter Zeit im Hörfunk öfter gehört haben und auch eine Langspielplatte schon auf dem österreichischen Markt haben, besonders ans Herz legen. Piano Lady Julie Parson! Ich habe dir zwar den Stuhl gedreht, Julie, aber ich gebe dir einen Tipp, setz dich nie nieder, bevor du nicht ganz sicher bist, wohin du dich setzt. Mir haben da schon Kellner geholfen in Lokalen und so, da muss man sehr vorsichtig sein. Nun, Julie, seit 3 Jahren bist du in Österreich, richtig? Richtig. Richtig. Ja.
Wichtig. Eine Langspielplatte. Jawohl. Gut, immerhin, sie kann schon eine ganze Menge Deutsch. Du studierst hier nicht, dein Mann studiert. Mein Mann studiert, ja, Gesang. Aber jetzt singt er im Staatsoperstudio. Donnerwetter. Erzähl uns mal, was du hier machst, Julie. Ich mache Musik und in Heugen mit meinen Freunden sitzen, Skifahren und lesen und ein ganz schönes Leben habe ich. Sag mal, womit bist du denn von Amerika? Du stammst aus Massachusetts und hast wo Musik studiert? Warte, ich denke gerade nach. Northwestern University, das ist in Chicago. Chicago. Ich wollte dich Folgendes fragen. Mit welcher, ihr seid also mit dem Flugzeug herübergekommen, richtig? Genau. Ja, sag mal, hat die Luftgesellschaft nicht bei dir nachträglich ein Ticket urgiert? Was war das noch einmal? Also, hat die Fluggesellschaft jetzt nicht nachträglich bei dir ein Ticket verlangt, dass du es zahlen musst, für 3 Personen? Ach so, für 3 Personen? Ja. Na, noch nicht. Aber ihr werdet demnächst nämlich zu dritt sein, ne? Ja. Also nicht nur ein Sommerkleidchen, sondern... So spart man natürlich Geld, falls sie das auch mal machen will. Man kann also zu zweit ab und dann, ja. Wie komme ich da wieder raus, was ich da bekomme?